Ingo Enzkatz, sportlicher Direktor der Karlsheim Mörlins, altbekannt. Ja, das Personalkarussell hat sich ein bisschen gedreht in der letzten Woche. Wir haben zwei neue Spieler, Daniel Bailey und Stevie Johnson. Über Daniel Bailey konnte ich relativ wenig im Internet finden. Aber ich habe bei Stevie Johnson geschaut, er hat in Spanien viel gespielt, ist 34 Jahre alt. Ja, erzähl uns kurz was, wie kam es zu den Transfers und was ist die Aufgabe von den beiden? Okay, beide sind natürlich erstmal ganz verschiedene Spielertypen. Stevie ist ein großer Mann, der uns unterm Brett Stabilität geben soll, ein bisschen die Lücke, die wir da im Scoring hatten, schließen soll und beim Rebound. 34 Jahre, wie du sagtest, also ist schon ordentlich rumgekommen, war in Island, war in Spanien, war in Argentinien jetzt zuletzt und jetzt ist er bei uns. Der Kontakt kam einfach, weil wir gesagt haben, wir müssen noch auf der großen Position was tun. Wir haben uns da schon seit etlichen Wochen umgeschaut und er war dann am Ende der wirklich passende Kandidat vom Profil her. Daniel ist halt das krasse Gegenteil. Er ist ein Rookie, hat bisher nur auf dem College gespielt, ist also direkt aus den USA. Ist direkt aus den USA zu uns gekommen, ist erst 22 Jahre alt, deswegen hast du auch noch nicht so viel von ihm gefunden. Hat da am College in South Carolina wirklich 4 gute Jahre gespielt und wir hoffen jetzt, dass er mit seiner Athletik, mit seinem Penetration die Lücke, die Hakeem Johnson hinterlässt, dann füllen wird und uns da dann weiter verstärkt. Du hast es gerade schon vorweggenommen, Hakeem Johnson hat die Mannschaft verlassen, beziehungsweise der Tryout-Vertrag wurde nicht verlängert, aber deshalb begrüßen wir zwei neue im Team der Karlsheim Mörlins, jetzt auch Martin Romig da bei uns, wir geben mal das Mikro weiter. Jetzt an dich die Frage, so der Advent ist für, glaube ich, die Mörlins in dem Jahr nicht besinnlich, aber auch die Jahre davor immer mit Stress behaftet. Glühweinstand, dann das Xmas-Game, was am 22. kommt. Ja, wie sieht der Ticketvorverkauf beim Xmas-Game aus? Gibt es noch Tickets? Ja gut, wir haben vor einer Woche erst angefangen, aber der Abverkauf ist rege und die Entscheidung, sag mal, die komplette Halle mit reservierten Sitzplätzen auszuweisen, zeigt sich ja doch immer mehr als gute Entscheidung und ja, wir wollen natürlich organisatorisch ein bisschen besser werden, wie die Jahre davor. Ja, dann können wir uns freuen auf eine probevolle Arena Hohenlohe am 22. gegen die Kollegen aus Leipzig. Ja, wir wünschen Ihnen ein schönes Spiel heute gegen die Kollegen aus Essen mit einem alten Karlsheimer Kollegen Aaron Cook. Viel Spaß, wenn Sie unter der Woche mal nichts zu tun haben, Ihnen langweilig ist, es gibt mittlerweile einen sehr guten Platz. Beim TC oder beim Modehaus TC Buckenmeier ist der Glühweinstand der Karlsheim Mörlins Top Currywurst, Top Glühwein und für die Autofahrer auch den einen oder anderen Punsch. Und ich gebe das Mikro an Pimp. Und Martin hat noch was. Ja, wir müssen natürlich auch Werbung machen für unseren Partner Götz Optik, die auch einen Glühweinstand haben. Und da werden wir morgen mit der Mannschaft zur Autogrammstunde auftreten, nachmittags um 13 Uhr. Also für alle Fans um 13 Uhr Autogrammstunde mit der ersten Mannschaft und ich glaube um 17.30 Uhr spielt die zweite. Das wird wieder ein schöner Basketballabend, Basketballnachmittag. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Spiel gegen Essen. Wir alle lieben diesen Sport. Egal, ob es mal gut läuft oder mal auch mal schlecht. Wir kommen alle immer wieder gerne hierher. Und freuen uns auf allererstes immer auf die Spielervorstellung des wohl besten und geilsten und mittlerweile auch gut aussehendsten, wie er vorhin gesagt hat, Heimsprecher der Welt. Viel Spaß bei der Spielervorstellung mit Pim. Ladies and gentlemen, please welcome Pim! Ist jemand aus Essen da? Hi. Und dann sage ich mal, hallo Karlsheim! Ich möchte mich, das ist aber lieb, Dankeschön. Ich möchte mich heute ein bisschen kurz fassen, denn wir haben etwas vorbereitet. Nach dem letzten Derby gegen Kirchheim sind ein paar unschöne Szenen passiert. Schuldfrage möchte ich gar nicht drauf eingehen. Es gibt immer eine Aktion und es gibt auch immer eine Reaktion. Aber eines ist ganz wichtig, wir sind hier beim Sport und zum Sport gehört Respekt. Und vor allem, wenn man hier in Karlsheim spielt. Und Justin Crow, Philipp Friedel und zwei Mitglieder der
Merlin Supporters. Ich möchte einmal ganz klar sagen, bei uns ist jeder Gegner herzlich willkommen und wir behandeln diesen auch mit Respekt. Das ist Crailsheim. Vielen Dank. Wir begrüßen an dieser Stelle die Jugend von SG Kressberg, die Jugend von Thurau Untermünchheim, die Jugend vom TV Rot am See und die Schule, Realschule zum Flügelau, die siebte Klasse. Willkommen hier in der Hackrohölle. Des Weiteren möchte ich auch die Unparteiischen begrüßen. Der erste Schiedsrichter ist der Herr Michael Gutting, die Frau Monika Böckelmann und der Herr Andreas Böhn. Willkommen in Crailsheim. Und jetzt kommen wir zu der Spielervorstellung von ETB Wohnbau Baskets aus Essen. Da ist mit der Nummer 1 Willi Bannister, mit der Nummer 4 Aaron Cook. Mit der Nummer 5 Marco Buljevic, mit der Nummer 6 Aaron Henrichs, mit der 7 Joy Hanley, 13 Fabian Frankie, mit der 14 Logan Stutz, mit der 15 Carsten Bartels, mit der 22 Max Massing, mit der 24 Taron Harbert, mit der 33 Robin Christen, der Head Coach ist Igor Krisanovic und der Assistenz Coach Razvan Muntianu. Und Crailsheim, ich habe es vorhin gesagt, wir haben zwei neue. Und das heißt, ich möchte, dass wir die hier ordnungsgemäß richtig gleich begrüßen. Deshalb seid ihr bereit für die Spielervorstellung. Unser Crailsheim Merlin! Und Crailsheim, alle Hände, komm auf! One, come on, come on, come on, come on. Und ich will euch alle hören. Ey, yo, ich sag Crailsheim, ihr sagt Merlins. Crailsheim, Crailsheim, Merlins. Ich sag Thomas, ihr sagt Schäfzig. Thomas, Schäfzig. Thomas, Schäfzig. Ich sag Daniel, ihr sagt Bailey. Daniel, Bailey. Daniel, Bailey. Ich sag Mike, ihr sagt Rose. Mike, Rose. Mike, Rose. Ich sag Benny, ihr sagt Lischka. Benny, Lischka. Benny, Lischka. Ich sag Simo, ihr sagt Rotka. Simo, Rotka. Simo, Rotka. Ich sag Joe, ihr sagt Bock. Joe, Bock. Joe, Bock. Ich sag Starting, ihr sagt Five. Starting, Starting. Ich sag Philipp, ihr sagt Friedel. Philipp, Friedel. Philipp, Friedel. Ich sag Jonathan, ihr sagt Moore. Jonathan, Moore. Jonathan, Moore. Ich sag Stevie, ihr sagt Johnson. Stevie, Johnson. Stevie, Johnson. Ich sag Justin, ihr sagt Crow. Justin, Crow. Justin, Crow. Ich sag Derek, ihr sagt Coleman. Derek, Coleman. Derek, Coleman. Und unser Head Coach, Willie Young. Unser Sportdirektor Ingo Enzkart. Presse Martin Romig. Mein DJ, der Beste der Liga, DJ Flo. Und mein Name ist Pip. Ja, willkommen zurück nach der Spielervorstellung. Sehr schöne Geste der Merlin Supporters und der Crailsheimer Mannschaft aufgrund der Geschehnisse nach dem Spiel. Micha, da kannst du noch was dazu sagen. Du warst da auch mit dabei bei dem Thema. Ja, also es geht nicht nur um die Szene oder um die Szenen nach dem letzten Spiel. Es geht allgemein um eine gewisse Entwicklung, die leider
nicht nur im Basketball, sondern im Sport vielleicht allgemein zu verzeichnen ist. Und haben sich eben jetzt die Greizer Merlins und die Merlin Supporters zusammen überlegt, hier ihr Möglichstes zu tun, da ein bisschen gegenzusteuern, ein bisschen eine andere Richtung vorzugeben. Es geht einfach darum, wir sind hier beim Sport, beim Basketball, es geht uns darum, unsere Greizer Merlins zu unterstützen, nach vorne zu pushen, zum Sieg zu pushen, und da ist es im Endeffekt egal, wer der Gegner ist, wie der Gegner ist. Es geht uns wirklich darum, die Mannschaft zu unterstützen, und da der Mannschaft hilft es auch nicht, wenn man sich auf Provokationen einlässt, pure Beschimpfungen. Ich meine, es ist ein schmaler Grat. Wir sind hier bei einem sehr, sehr emotionalen Event jedes Mal. Sehr nah am Spielfeldrand auch. Sehr nah am Spielfeldrand. Aber gerade da kann man einfach ein bisschen zur Vorsicht mahnen. Ja, ich denk, man hat dann eben beim letzten Mal nur andeutungsweise, wirklich sogar noch andeutungsweise gesehen, wozu das führen kann. Und deswegen einfach jetzt die Bestrebung, das ein bisschen von Grund auf zu entschärfen, einen anderen Weg zu gehen. Ja. Und wir hoffen natürlich, wir sind darauf angewiesen, dass hier die Fans wirklich zusammenhalten, komplett zusammenhalten und diesen Weg mit uns gehen. Und wir werden sehen. Ja, ich denke, das ist ja kein Thema nur für Greiz, aber ich denke, das wird ein Thema für die ganze Liga sein. Egal ob Pro A oder Pro B oder BKO, BBL, egal wo. Ja. Ich denke, das ist ein Thema, was sich durchzieht. Aber zurück zum heutigen Spiel. Essen ist der Gast. Ja, Aaron Cook ist bekannt in Greizheim, ist letzte Saison auch als Nachkauf noch zu der Mannschaft gestoßen, hat dort auch gute Dienste bei Greizheim geleistet, konnte nicht gehalten werden leider und ist jetzt dieses Mal Essen. Tabellenplatzmäßig steht Essen mehr oder weniger ähnlich da, 2 Punkte mehr. Das heißt, wer heute gewinnt, ja, setzt sich entweder ein bisschen ab oder kommt ein bisschen mehr hoch. Ja, Tabellenplätze, ja gut, so langsam muss man schon drauf schauen. Aber wir sind immer noch in der Hinrunde und es ist schon ein Duell auf Augenhöhe, in jedem Fall. Ja, wir können ihm mal die Starting Five nachreichen. Ich fange aber bei Greizheim an, Justin Groh, Stevie Johnson, seit Dienstag in der Mannschaft und direkt in der Starting Five. Ingo Enzger meinte, er soll ein bisschen unter dem Korb für mehr Ruhe und mehr Rebound sorgen. Jonathan Moore und Derek Coleman. Bei Essen sehe ich Henley, Buljevic, Logan Stutz und jetzt am Ball Aaron Cook. Ja, und dazu noch Joey Henley und Franke Fabian, genau. Fabian Franke. Ja. So, erster Ball an die Gäste, Buljevic. Joey Henley, der letztes Jahr schon im Kader stand bei den Essenern, ebenso Marco Buljevic, Kapitän der Mannschaft. Ja, und Henley da hat sich davon gestohlen und macht die ersten Punkte. So, Derek Coleman gegen seinen Vorgänger. Alter Aufbau gegen neuer Aufbau, genau. Und Philipp Friedl für 2 Punkte und der rollt auch drüber. Aber Jonathan Moore passt so auf. Ja, das ist schon mal ein guter Ansatz, dem Offensivrebound nachgehen, dem vergebenen Wurf nachgehen und legt ab. Ja, das war intelligent gelöst. Der Weg zum Korb war frei für Jonathan Moore. Passwege waren zu, aber der Weg zum Korb war frei und das war natürlich sehr intelligent. 2-2. Ja, das schnell gespielt. Einfach gespielt. Ah, Wischer-Einsatz. Ja, da hat Jonathan Moore eben gelegt beim Korbleger. Deswegen neuer Ballbesitz jetzt für die Hausherren. Ich bin auf Stevie Johnson gespannt, wie er sich jetzt nach 4 Tagen Training wirklich in das Team eingefunden hat. Ja, ich glaube, da könnte ihm schon auch seine Erfahrung eine gute Hilfe sein. Er ist also 34. Wer so viel Erfahrung hat, auch in Europa, der wird damit relativ gut zurechtkommen. Philipp Friedl hier zieht das Foul und bekommt
zwei Freiwürfe. Das war das Foul von Joseph Henley. Ja, das natürlich erhöht jetzt Stevie Johnson auch die Konkurrenz unheimlich für Joe Buck und natürlich auch für Antonis Iwodka. Ja, auf jeden Fall. Erst im Maßnahmen natürlich Joe Buck wieder auf der Bank. Aber wenn wir uns da besonders an das Spiel gegen Paderborn erinnern, das muss nicht schlecht sein. Ja, eben wieder schon komplett die Rückwärtsbewegung, statt zum Offensiv-Rebound zu gehen nach diesem Freiwurf. Das ist das, was im allgemeinen Tenor am meisten eigentlich bemängelt wird. Momentan bei den Merlins. Und Ballbesitz für Essen. Defense-Duell von Jonathan Moore gegen Logan Stutz. Der Topscorer der Essener. Ja, der letzte Saison in Diensten der Leitershofener Absteiger stand. Er hat sich in der ProA dann gut zurechtgefunden. Mit einem Effektivitätswert von 21 im Schnitt. Das lässt sich durchaus sehen. So, kommen. Schön. Und Moore für drei. Und er geht rein. Erfolgreich. So, ja, für ihn ist es wirklich ganz, ganz wichtig, früh zu treffen, früh ins Spiel zu finden und dann kann er wirklich heiß laufen. 6-4, ja, Henley. Ja, stark gespielt von Cook, aber aufgepasst von Johnson. Abgepfiffen zuvor. Foul gegen Fabian Franke. Ja. Das war der erste Rebound für Stevie Johnson im Trikot der Greizer Merlins. Ja. Kleine Anekdote am Rande. Er spielt laut offiziellem Scouting gar nicht. Wir spielen da gerade mit 4 Mann. Oh. Aber dieses Handicap haben wir nicht. Wir spielen mit vollen 5 Mann. Justin Crow! Oh. so ein Ding hat er in Karlsruhe gemacht. Ja, das war aber auch wirklich wieder die berühmte Autobahn, die da frei war von Essen. Ja. Einmal durch den Ruhrpott und ab in den Korb. Der Essener. Joe Henley, Franke gegen Jonathan Moore. Und das gibt Ballbesitz für Essen. Nur noch 8 Sekunden für diesen Angriff. Und der Trainer reagiert bei Essen. Ja, Franke geht raus. Und Christen kommt ins Spiel. Robin Christen kam aus Lich. Ja. Vom Team von Ex-Merlin, Daniel Dörr. Ja. Fabian Franke war auch gerade eben der Justin Crow da relativ leicht den Korb ziehen lassen. Ja, und jetzt erstes Foul gegen Stevie Johnson im Rebound-Duell gegen Logan Stutz. 7 Minuten und 6 Sekunden noch zu spielen. Und Aaron Cook beim Einwurf auf Logan Stutz. Der wird's von außen und nur mit dem Rebound. Ja. Das war auch ein Notwurf, weil die Merlins sind wirklich die Passwege. Jonathan Moore vergisst den Ball mitzunehmen. Stiehlt den Ball wieder zurück in Zusammenarbeit mit Derek Coleman. So, jetzt wird's vogelwild. So, und jetzt so bisschen Tempo rausnehmen. Philipp Friedl von außen für 3. Zu kurz. Ja, bei ihm will's immer noch nicht so richtig. Na, er hat sein Handy noch nicht gefunden. Robin Christen ganz offen, aber auch nicht erfolgreich. Und Logan Stutz mit Foul. Und Korb zählt. So, Logan Stutz macht hier seinen dritten Punkt in diesem Spiel. Ja, verkürzt auf einen Punkt Rückstand auf Sicht seiner Mannschaft. Und da bekommt Aaron Cook das Foul. Ja, relativ konsequente, kleinliche Linie der Schiedsrichter bislang. Ja. Muss ich sagen. An dieser Stelle auch noch herzlichen Glückwunsch an Monika Pfannkuch, die geheiratet hat. Ja, ich glaube, sie hat schon. Ich glaube, sie war unter ihrem neuen Nachnamen bereits in Greizheim zu Gast. Ah, okay.
Es kann sein, dass das während deines USA-Aufenthaltes war. Also es sei dir verziehen, ausnahmsweise. Von mir ganz persönlich herzlichen Glückwunsch. Glückwünsche. Wir werden hier Philipp Friel jetzt gegen Logan Stutz nicht direkt zum Korb gehen kann, aber zumindest den Einwurf rausholt, ja. 6 Sekunden noch für diesen Angriff. 8-7 und 6 Minuten noch zu spielen. Jonathan Moore für 2. Weit, aber ja, Stevie Johnson steht da, wo ein Inside-Spieler stehen muss, ja, und macht seinen ersten Punkt nach dem Offensiv-Rebound. So muss das aussehen. Ja, er ist zwar nur, glaube ich, 1,98 groß, aber wirklich sehr, sehr bullig. In der Hallenzeitung steht, er wird dann an Sean Brooks erinnern. Das ja, kommt schon ein bisschen. Durchaus. Ein bisschen Sean Brooks, ein bisschen auch Ed Williams. Und mit Foul. So. Mit Foul. Ja, gutes Fastbreak. Ja, ich habe mir mal die Mühe gemacht, weil es auch ein bisschen die Diskussion war, als Stevie Johnson jetzt verpflichtet wurde, als neuer Brecher unter dem Korb oder als Inside-Spieler, dass da von vielen vielleicht doch eher mal ein großer, langer Center gewünscht wurde. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein bisschen in der Statistik gekramt. Und das letzte Mal, dass bei den Greizer Merlins ein Spieler mit dem Gardemaß, diese magische Grenze von 2 Meter überschritten hat und damit Top-Rebounder der Merlins war, das war Karim Au in der Saison 2006-2007. Ansonsten die Top-Rebounder bei den Greizer Merlins stets unter 2 Meter, Sean Brooks, Reggie Fuller und Daryl Webb. Auch wenn man eben zum Beispiel an Mike Seiderwein noch im Kader hatte. Aber damals war ein John Bynum mit 1,91 Meter als Point Guard Top-Rebounder der Merlins. Ja. Das heißt also, für diese Qualität in der Mannschaft brauchst du nicht unbedingt, nicht zwingend Zentimeter. Und während jetzt Jonathan Moore seinen dritten Dreier versucht. Ja, es bleibt bei einem Treffer. Bei einem Treffer, genau. 13-9, ich hätte den Minuten. Ersten Treffer nicht zu sehr loben dürfen, aber schöner Pass von Aaron Cook. Und Robin Christen. Verkürzt auf 1. Ja. Nein, auf 2. Auf 2. 5 Minuten noch zu spielen im ersten Viertel. Es bleibt eng. Und Derek Coleman zeigt das Pick and Roll an, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Optisch eigentlich schon eine ordentliche Überlegenheit für die Merlins. Aber ja, punktemäßig sind das nur 2 und nächstes Foul. Das war das Beste, was Jonathan Moore da rausholen konnte. Der trotz seiner beiden vergebenen Dreier Topscorer der Merlins ist mit 8. Wobei das auch nicht ganz, glaube nicht ganz richtig ist, weil ich da immer noch Stevie Johnson fehlt, der ja bekanntlich auch schon Punkte gemacht hat. Ja. So, Jonathan Moore trifft beide. 15-11. Und derweil bei den Essenern Willie Bannister, auch ein neuer Spieler. Ein Point Guard. Auf dem Feld für Aaron Cook. 5 Sekunden noch, 3-2 und Harbour probiert's an den Ring und der Rebound ist bei den Merlins. Auch ein neuer im Spiel, Terran Harwood. Ein ganz alter Hase in der jungen Liga, ehemals Dragons Rhöndorf, ehemals Chemnitz 99ers und jetzt im Diensten der ETB Baskets Essen. Benny Lischka wird kommen. Für Jonathan Moore und Auszeit Essen. Ja, 5 Minuten 16 noch und Essen mittlerweile schon bei der Teamfoul-Grenze. Aber wie du vorhin richtig gesagt hast, die Schiedsrichter sehr konsequent heute. Zumindest die ersten 6 Minuten. Ja, aber alles noch ordentlich verteilt, auch bei den Essenen die 5 Teamfouls. Da steht überall nur die 1 bei den persönlichen Fouls. Ja, Zeit für einen Blick auf die Teamstatistiken. Ja, wir müssen uns hier auch. Ich muss mich an das Scouting der jungen Liga halten. Das sieht noch relativ ausgeglichen aus. Ja. 1 von 4 Dreiern, die Essener 0 von 2. 5 Freiwürfe bereits
bei nur einem für die Gäste. Meine Mördlins mit 5 Defensiv-Rebounds. Ja, und 3 offensiven Abrallern, das liest sich gut, das lässt sich gut an. 15-11, 4 Minuten 16 noch. Und Justin Groh an der Freiwurflinie. Justin Groh, Entschuldigung. Topscorer mit 18 Punkten bei der Niederlage in Jena vergangenes Wochenende. Ja, und der Wahl für Jonathan Moore und Stevie Johnson, Joe Buck und Benny Lischka. Jetzt das neue Duo unter dem Korb. Und direkt das Foul gegen Benny Lischka. Drei Teamfouls auf Seiten der Merlins. Und noch 12 Sekunden für diesen Angriff der Essener. Nein, wird 14. Weil es ein Foul war, ja, wird es jetzt wieder auf 14 Sekunden gestellt. Einwurf, Terran Harwood, Christen. Und schön, ja, schöner Pass direkt unter den Korb. Ja, der auf ging Harwood. An Freund und Feind vorbei, bis ihn Harwood gefangen hat. 17-13, ja. Kommen, freigeblockt von Lischka und da war keine Essener Hand dazwischen. Leichter Ballverlust. Also auch für Joe Buck nicht der beste Einstand aufs Parkett und dann. Aber auch Marco Buljevic und Philipp Friedl legt ab. 19-13. Und Derek, ach Derek, Michael Rose, das klappt immer noch nicht. Michael Rose wird kommen, aus Seiten der Merlins. Es ist immer noch noch nicht Derek Rose von den Chicago Bulls. Noch nicht. So, Terran Harwood ein bisschen im Glück, aber dann... Und der Pass ins... Ja, bis er den Ball wieder kontrolliert und passen kann, ist sein Mitspieler schon weggelaufen. Derek Coleman geht raus und auch Doppelwechsel bei Essen. Cook und Frank sind zurück im Spiel. Und Füße ging raus. Ja. Tristan und Bannister. Ja, damit also Michael Rose jetzt im Aufbau der Merlins. Benny Lischka sucht das 1 gegen 1, kommt durch und Tip-In-Versuch von Joe Buck misslungen. Aaron Cook gegen seinen alten Kollegen letztes Jahr. So, und Neuaufbau. Cook gegen Rose. Cook wird es alleine. Den Wurf alleine, das kennen wir auch. Und Rebound bei Justin Groh. Ah. Ah, das sind die Punkte, die dann wichtig wären zum Schluss, ja, ja, wenn es wieder wirklich eng werden könnte. Wenn Lischka weiß, dass von hinten der Ball kommt, dann kann er ihn auch nehmen. Oder dann kann er ihm auch früher nachgehen. So sieht er ihn natürlich erst, wenn es zu spät ist. Aaron Cook gegen Michael Rose und Franke. Und Joe Buck. Schön. Gut gerettet. Gutes Auge dran bei der Rettungsaktion. Ball bei Philipp Friedl. Fast ein Dreier. Fast ein Dreier von Joe Buck. Wichtig für ihn. Wichtig fürs Team. 8 Punkte Führung. 1:35 noch zu spielen. Und das taktische Foul. So, über was amüsiert sich oder wundert sich Joe Buck da? Ich glaube, dass er da so Mutterseelen allein gegen seinen Gegenspieler eingreifen musste. 1-3 unterm Korb. Auf diese Art und Weise. Gibt es 2 Freiwürfe. Höhlnummer 24, Terran Harwood. Oh, da gibt Einwürfe. Ja, da ist
war noch keine Wurfbewegung. Oh. Pass. Das war der Assist von Buljevic an Justin Crow. Ah, das war der dritte Wurf, der nicht das Ziel fand. So, und mit vollem Einsatz Justin Crow auf 10. Das waren seine Punkte 5 und 6. Und wieder Harbutt gegen Liska. Der stellt die Hüfte raus und bekommt sein zweites persönliches Foul. Die Mörders jetzt auch bei 5 Teamfouls und noch 1:02 zu spielen. Carsten Bartels kommt noch für letzte Minute. Ausfällt von Marko Buljevic. Macht 2 von 2. Ja, Terrence Harbutt fehlerfrei. Letzte Minute bricht an. Und wieder Michael Rose im Aufbau. Schöner Move. Nach dem Motto, wenn meine Gegner zugestellt sind, mache ich es halt alleine. Ja, und vor allem... Der Korb zählt von Aaron Cook. Die Amis sagen in the move. Und Aaron Cook verlegt. Und Philipp Friede. So, 25-17. Philipp Friedel auf Justin Crow. Und der. Das war richtig schön gespielt. Richtig sauber ausgespielt. So, stell dir das vor. Nein, ich glaube, es war von Philipp Friedel initiiert. Er hat beim Aufbau noch ganz kurz mit Michael Rose gesprochen. Ja, das funktioniert recht ordentlich. Rose und Friedel hier in Doppelfunktion. Ja, was auch recht ordentlich funktioniert, sind die Rebounds. Ja, aber nicht mehr genügend Zeit. Aber 28-17, 11 Punkte Führung für die Greizer Merlins. Das lässt sich gut an, dieses Spiel. Und macht Hoffnung auf mehr. Aussicht der Greizer Merlins. Kurzer Service mit den übrigen Spielständen. Göttingen führt mit 53-43 nach dem dritten Viertel gegen die Chemnitz 99ers. Und im Aufsteigerduell in der Neuauflage des Playoff-Finals der Pro B der vergangenen Saison führt der SC Rastatt Vechta nach dem ersten Viertel mit 20-19 denkbar knapp gegen die Oettinger Rockets aus Gotha. Ja, und das Ergebnis Reitheim gegen Essen, das sehen Sie selbst. 28-17 nach dem ersten Viertel. Topscorer Jonathan Moore mit 10 Punkten. Und bei den Gästen ist das noch recht Terran Harbert mit ausgeglichen. Terran Harbert 4, Logan Stutz 3 und ansonsten einige mit 2 Punkten. Bei den Merlins folgt nach Jonathan Moore Justin Crow mit 9. Und dann eine gute Lücke, Philipp Friedel 3. Und drei Spieler mit 2 Punkten. Jonathan Moore bereits 4 Rebounds. Und Michael Rose bleibt im Aufbau für die Merlins. Ja, unveränderte Formation. Und Benediska bietet sich an. 1 gegen 1 gegen Logan Stutz. Und bekommt jetzt das Foul. Offensivfoul. Ah, das ist leider das dritte Foul von Benny Liska. Ja. Ja, das ist so dieses.
Ja, ja. Und Wechsel für Benny Ischka. Fragt nochmal nach, was er denn gemacht haben soll. Er hat um den Spieler wohl rumgegriffen. Ja. Schiri hat gepfiffen. Es ist so. Und dann heißt es Foul. Aaron Cook am Ball für Essen. Findet keinen Partner zum Anspielen und wirft dann gut, selber. Gut verteidigt von Joe Buck und Michael Rose. Und das gibt Ballbesitz. Beim Rebound. Nicht sicher. Verlassen. Und Daniel Bailey wird ins Spiel kommen, auch der neue Zugang, der ja, auch diese Woche erst frisch gekommen ist. Ja, eher nominell, von, also was die Position betrifft, ja. Der Nachfolger für Hakim Johnson. Athletischer Flügelspieler, sehr, sehr jung. 90 geboren, ja. Und bringt jetzt ein bisschen Körperlänge. Er hat auch eine Story von Ingo Enskat. Daniel Bailey war innerhalb von 30 Sekunden von seinem Wohnort. Oh, schöner. Ja, Ballbesitz durch Jonathan Moore. Innerhalb von 30 Stunden kam er von Amerika nach Greizheim. Er wusste wohl, er musste im Flugzeug noch erstmal kneifen, dass er jetzt auf dem Weg nach Europa ist und dort als Spieler anfängt. So. Nächstes Foul. Ja, der Korb müsste zählen. Nee, der ging nicht rein. Das war ein Tip-In. Der wird nicht zählen. Und was macht Frau gut? Doch, er zählt. Dann wurde es. Lust über zwei Wochen für Jonathan Moore. Ja, bereits. Goaltending. Korb zählt, gepfiffen. Oh, Dreifachwechsel bei Essen. Zurück ins Spiel. Henley, Bannister und Buljevic. Und Harbord, Bartels und Cook gehen raus. Und Jonathan Moore für den Bonuswurf an der Linie. Man kann hier auf 14 Punkte Vorsprung ausbauen. Und macht das auch. Und Buljevic. Henley auf Bannister. Und Jonathan Moore mit dem Foul. Das ist sein erstes persönliches. Und das zweite Teamfoul der Greizheim Merlins. Bannister. Und Bailey mit dem ersten Foul. Ja, das war konsequent. Ja. Und Herr B an der Freiwurflinie. Macht seinen dritten Punkt in diesem Spiel. Und den ersten für sein Team in diesem Viertel. Kurz. Ja, schöner Einsatz, Jonathan Moore und Ball bei Joe Buck. Jason Crow macht es alleine. Zweit, aber. Und Bailey mit dem ersten Rebound im Rekord der Greizer Merlins. Ah, verlegt. Ja, aber auch er mit der richtigen Bewegung nach dem Wurf des Mitspielers zum Korb hin den Offensiv-Rebound suchen, wenn der Ball nicht reingeht. Abgepfiffen. Ja. Nee. Fuß, ja, oder? Ja, ich denke, das war die ursprüngliche Intention des Pfiffes von Monika Bogelmann. Ja. Ja, Uhr auf 14 Sekunden und Einwurf für die Gäste. Ball gegen Buck. Sein zweites persönliches. Ah, Mördins mit insgesamt 9 Fouls in diesem ja, Spiel. Und bereits
4 Teamfouls. Oh, ja. Nach nicht mal 3 Minuten in diesem Viertel. Das ist wieder so ein bisschen, ja, die Schwankung im ersten Durchgang hatten wir dieses Verhältnis fast umgekehrt. Logan Stutz erfolgreich mit dem ersten Wurf. Und auch der zweite ist drin. So. Crow bringt jetzt wieder den Ball nach vorne. Auf Moore. Oh, relativ wenig Bewegung jetzt. Und dann kann Bailey den zu schnell für Daniel Bailey. Und Justin Crow bekommt seine Auszeit. Justin Crow. Derek Coleman wird wieder übernehmen im Aufbau. Na, der Vorsprung von 13 Zählern auf 9 geschmolzen. Auf 11 geschmolzen. Ja, Block. Ins Leere von Joe Buck und Alioub ein Spiel auf Stephen Moore vergeben. So, der Pass war auch ein bisschen zu kreativ für den Mitspieler. Ja, das ist mir alles gerade ein bisschen zu wild. Ja, ein bisschen. Dann müssen diese Einzelaktionen sitzen. Henley. Na, der wirft nicht von außen. Poljevic schon eher. Lässt hier Daniel Bailey ins Leere laufen. Lehrgeld für den Rookie. Und Will Young nimmt die Auszeit. Ja, richtige Entscheidung. Es sind nur noch 6 Punkte. Ja. Ja. 6 Punkte ist korrekt. 6 Punkte sind es. Ja, das ist der Moment, was die Mörlitz aktuell in jedem Spiel haben. Sie führen mit 10, 11, 12, 13 Punkten. Und dann kommt gefühlt für mich, dann wird das Spiel nicht konsequent weitergezogen, sondern da kommt ein Bruch rein und man versucht über Einzelaktionen, Alley-Oop-Anspiel von wirklich weit außen. Ja, das ist dann nochmal 2, 3, 4 Minuten die Ruhe behalten, konsequent das Spiel weiter zu ziehen. Dann wäre das mit Sicherheit von Vorteil, aber das ist immer leicht gesagt von hier oben. Ja, das auf jeden Fall. Sehr leicht gesagt. Wichtig ist auf jeden Fall dann eine solche Schwächephase auch wieder zu beantworten. Das war auch eine nette Szene. Derek Coleman voll konzentriert auf den Weg zurück aufs Feld und erschrickt dann, als er Millimeter vor dem Mädchen aus der Dance Crew stehen bleibt. So, Derek Coleman und Jonathan Moore ein bisschen alleine gelassen gegen die starke Verteidigung von Bannister und Henley. Derek Coleman hat noch 10 Sekunden auf Daniel Bailey. Mike Rose 6, 5, 4. Und Ballverlust. Ja. Unvollständiger Pass auf Jonathan Moore. Ja, genau das, was nicht passieren soll. Und da kommt. Nach einer Auszeit und nach, wenn es sowieso schon nicht so richtig läuft. Und Joey Henley sagt danke mit Ausrufezeichen. Verkürzt auf 4. Und auf 6 Minuten. 6 Minuten, ja. Derek Coleman. So, der war gut. Der war nicht. Hat Daniel Bailey noch nicht angekommen in der Hagro Arena. Wird jetzt, denke ich, auch wieder rausgehen. Ja, auch jetzt fällt er außen. Glück. Glück für die Merlins. Merlins, Mike Rose. So, ja. So, das ist jetzt richtig erwartet. Ruhe reinbringen, Konzentration reinbringen. Jetzt wieder wird es zu statisch. Ah, einzig Mike Rose gerade in der Bewegung. Derek Cobb. 4 Sekunden, 3 Sekunden. Ohne Foul. Springt raus. Aber soll ich auch was sagen? Das wäre auch nicht verdient gewesen. Ja. Denn da hat man es wieder, ja, verlangsamen okay, einschläfern nicht okay.
Obwohl Young reagiert. Stevie Johnson und Philipp Friedl. Während Marco Buljevic seine Farben auf einen Punkt ranbringt. Da war die Führung nur noch ein Punkt und noch 4 Minuten zu spielen. Ja. Ja. Klare Ansagen von Derek Coleman sind da. So, jetzt mal wieder einer freigespielt. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. So, wenigstens die Chance zum Wechsel. Und Bailey und Buck gehen raus. Friedl und Johnson zurück auf dem Feld. So, jetzt wieder Moore und Johnson unter dem Korb, dass du das zu Spielbeginn doch gut aufgeräumt recht, hat. Recht ja. Ordentlich ausgesehen hat. Überhaupt. Ja, bis auf Justin Groh jetzt die Startformation wieder. Ja, Justin Groh wird auch kommen jetzt. Dann sind. Während Essen in Führung geht. Ja, das ist Basketball, ein Spiel des Auf und Abs. Ja, aber gerade das ist natürlich dann Gift. Wenn du mit 13 Punkten führst, dann lässt du den Gegner ein bisschen rankommen, aber dann musst du es auch wieder schaffen, wegzukommen. So, auch wieder mehr Glück jetzt für Derek Coleman. Ja, er geht den Ball schon nach, das war richtig. Jonathan Moore, ah, verlegt, ganz klar. Und das sie wird Johnson im Nachpassen. Ja. Ah, da sind sie wieder, die Momente, wo auch einfach teilweise ein bisschen Pech dazukommt. Ja, das wenn man hat sich selbst zuzuschreiben, dass der Gegner rankam und vorbeikam und dann kommt das Pech. Das verhindert, dass man hier sich wieder löst aus dieser Verkrampfung. So, jetzt haben wir die Starting Five. 3 zu 15. Man hat 3 zu 0 geführt. Das war ein 15 zu 0 Lauf wieder, den man hier kassiert hat. Im zweiten Viertel. Henley vergibt den ersten. Und der zweite geht rein. Ein 16 zu 0 Lauf, ja. Für Essen. So. Und wieder hitzige Ansagen von. Da wird diskutiert und. Ja, aber keiner reagiert. Ja. Ist, ich glaube, keiner weiß genau, was dann wo er hinlaufen soll, Philipp Friedl. Ja, verliert den Ball auch wieder. Und wenn sie dieses Fastbreak abschließen, dann haben sie einen. 18:0 Lauf. Nächste Auszeit. Das gibt's nicht. 18:0. Die Führung aus dem ersten Viertel komplett weggemacht. Es sind in Anführungszeichen zum Glück nur 4 Punkte Rückstand. Ja, weil man eigentlich doch ganz, ganz ordentlich gestartet ist. So. Na, ich hatte auch gerade das Gefühl, als Derek Coleman seine Mannschaft sortieren möchte, es kam beim Team nicht an, sie verstanden es nicht. Ja. Das, was er wollte. Ja, ja, und an alle, die bisher Willie Young als zu ruhig kritisieren, er steht mit der kompletten Mannschaft auf dem Feld und ja, das sieht man von hier, er ist deutlich, deutlich laut. Kurze, deutliche Ansage. Ah, ich habe gerade das berühmte Wort mit F und O im Mund von Willie Young gesehen. Und es war nicht frohe Ostern. Gut, noch ist nichts verloren. 4 Punkte Rückstand. Ja, natürlich. Da kann man mit einem blauen Auge davonkommen. Man hat ja jetzt bei den Essenern gesehen, wie schnell man hier spielen kann. Wie schnell es gehen kann in dieser Sportart. Aber es muss sich was tun. So. Derek Coleman. Gegen Bannister. Ja, auch wieder lange, lange auf sich allein gestellt. Ja.
Ball gegen Bannister, Einwurf Jonathan Moore. Und wieder Derek Coleman. Nur mit dem Block. Ja, freigeblockt von Jonathan Moore. Jetzt sitzt der Dreier. Ah, das waren. Ja, das hat er jetzt gebraucht. Das waren. Ich glaube, ein bisschen auch natürlich, ja. Das waren die Punkte. Ich möchte vier, nicht sagen, fünf und ich sechs. Möchte, man, ja. Man muss sagen, Wut über die Teamkollegen, die da einfach immer nicht die Systeme so gespielt haben, wie man es eigentlich vereinbart hatte. Dass Derek Coleman da einfach gewartet hat, warten musste, während die Mitspieler sich noch nicht einig waren, wer jetzt zu laufen hat. Und dann muss er diesen Wurf selbst nehmen. Während Frank hier vergibt. Andy Mertens nach 7,5 Minuten mit 6 Punkten im zweiten Viertel. Und jetzt haben sie auch die Teamfoul-Grenze erreicht. So. Zweiter Sitz für Fabian Franke. Jonathan Moore jetzt, weil Coleman wieder stark zugestellt ist von Bannister, der jetzt lang auf dem Feld ist, anstatt Aaron Cook. Philipp Friedl, schnell zugestellt von Marco Buljevic. Und Stevie Johnson. Gefault das Foul. Logan Studs. Das zweite persönliche von Logan Studs. Und das gibt Ballbesitz für die Hausherren, für die Greizer Merlins. 2 Minuten 20. Noch in diesem zweiten Viertel Philipp Friedl. Mit dem langen Zweier erfolgreich. Ja, so kennt man ihn. Aus so der kennt Bewegung. Man ihn eigentlich. Ja, aus dem Lauf heraus. Annehmen, werfen, treffen, Ausgleich. So haben wir ihn in den Testspielen regelmäßig gesehen. 36-36. Wir fangen bei 0 an. So, und schlechter Pass jetzt von Bannister. Schön durchgesteckt. Steve Johnson, Jonathan Moore. Wow, und da bricht es aus Derek Coleman heraus. Und jetzt nimmt Igor Grisanovic natürlich folgerichtig die Auszeit. Ja. So. Leichte, ganz, ganz leichte Entspannung für die Merlins. Man hat zumindest in dieses Spiel zurückgefunden. Ja, aber es ist wieder die Starting Five auf dem Feld, ja, die im ersten Viertel auch gut gespielt hat. Natürlich, klar, kann ich nicht die ganze Starting Five durchspielen lassen. Aber dennoch, es ist schon deutlich. Jonathan Moore 15, Justin Crow 9, Philipp Friedl 5. Aber man muss auch sagen, dass das ja, bei den Essenern momentan die Formation, die da auf dem Feld war, das ist nicht die Startformation. Ja, wenn man auch sieht, allein Moore und Johnson haben gemeinsam 7 Rebounds geholt. Eine Minute 57 ist noch zu spielen. Ja. Ja, Joe Buck auch mit 4 Rebounds. Benny Lischka natürlich sehr, sehr früh ein bisschen auf dem Merkzettel der Schiedsrichter, sage ich jetzt mal. Ja, eine Hypothek mit 3 Fouls zu Beginn des zweiten Viertels. Das ist natürlich für ihn sehr schade. So, Aaron Cook jetzt wieder für die Essener. War lange draußen. Ja, Bannister hat die Sache auch gut gemacht. Buljevic auf Harbert. Aaron Cook wird von außen. Und beim Ausboxen das Foul von Terran Harwood. Und Jerry Coleman betätigt sich wieder als Fischer. Eine Minute 36 noch, 2 Punkte Führung. Beim nächsten Foul der Gäste gibt es auch Freiwürfe für die Merlins. Stevie Johnson gegen Joey Henley. Glück für die Merlins. 6 Sekunden. 5. Ja. Ja, 4. Jonathan Moore von außen. Schaut rein und Ball bei Justin Crow, der wird gefoult von Harwood. Guter Einsatz von Stevie Johnson und von Justin Crow. Nein, es sind für mich 2 Mannschaften. Die Starting Five aktuell in diesem Spiel. Ja, und die wirklich gut spielt.
Harbutt mit seinem dritten Foul auch. Und Justin Crow an der Linie. Und kann jetzt hier auch 12-9 verkürzen in diesem Viertel. Macht das nicht. Ball rollt raus. Ja, Freiwurfquote 8 von 10, das ist noch ordentlich ja. Für Merlins Verhältnisse. Aaron Cook auf Henley. Darren Harwood bleibt drauf mit den drei Fouls. Und wieder Aaron Cook. Buljevic gegen Friedl ist ein auch sehr, sehr interessantes Duell. Die beiden deutschen Shooter. Henley. Zeit war aus. Ja, braucht lange, um den Ball zu kontrollieren. 46 Sekunden. 3 Punkte Führung. Schön Philipp, gespielt. Philipp Friedemann aus. Macht er jetzt seine ersten 3 Punkte? Nein. Wieder ein bisschen zu kurz. Ihm klebt es an den Händen. Aaron Cook kann diesen Angriff auch nicht ganz runterspielen. Es bleiben noch 3 Sekunden übrig. 4. Und jetzt Aaron Cook auf Franke, der probiert von außen. Und der ist drin und jetzt 6 Sekunden noch. Muss es schnell gehen. 3. Nein, 2. Das wird nichts mehr. Auch der Wurf geht nicht mehr. Ja, 39-39. Wir fangen im dritten Viertel wieder bei 0 an. Die Merlins kommen mit einem blauen Auge nochmal davon. Essen einen schönen Lauf. Das sind 2 blaue Augen. Das sind 2 blaue Augen. Man ist schon deutlich angenockt, nachdem es so gut losging. Ja, Essen mit einem guten Lauf. Ja, wir sind gespannt. Und freuen uns. Bis später. Im Interview haben wir in der Halbzeit Ingo Enskat. Ich glaube, wir machen es uns wie so oft sehr unnötig schwer. Ich glaube, es sind 2 Sachen. Das eine sind einmal Ballverluste. Dabei geht es mir gar nicht um die Menge, sondern um die Art, wie wir manchmal den Ball ins Aus werfen. Völlig unbedrängt. Das geht einfach nicht. Wenn du zu viele von solchen einfachen Situationen nicht nutzt, dann hast du es ganz schwer, am Ende ein enges Spiel hinten raus zu gewinnen. Und das andere ist natürlich, ich habe einerseits Verständnis dafür, wenn wir natürlich durch die Wechsel jetzt nicht perfekt eingespielt sind, aber ich möchte mal viel mehr sehen, dass die Mannschaft füreinander Situationen nimmt. Und da fehlen mir extra Pässe, da fehlt mir, dass der Ball mal läuft. Da müssen wir einfach deutlich mehr als Team zusammenspielen, den Ball laufen lassen, den Gegner zu Fehler bringen. Und nicht einfach mit Einzelaktionen versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Auffällig war die Starting Five, die noch relativ gut gespielt hat, auch den Vorsprung rausgespielt hat. Und dann im zweiten Viertel kam der Bruch. Ich glaube, das war ein 17-18-0 Lauf für die Essener. Wie kommt sowas und wie kriegt man dann auch das nicht hin, dass das Team es schafft, sowas zu unterbinden? Ja gut, also ich denke, ein Teil ist einfach die Situation. Wir sind halt eine Mannschaft, die momentan keinen guten Lauf hat. Wenn du jetzt selber einen guten Lauf hättest und ein positives Gefühl, dann würdest du wahrscheinlich in so eine Situation deutlich weniger kommen und auch schneller wieder rauskommen. Aber das ist halt bei uns ein Kopfproblem. Wir wissen, dass wir momentan vieles besser machen würden. Und vielleicht verkrampfst du dadurch dann halt auch, willst es dann vielleicht gut machen, aber bringst dich immer mehr dann irgendwo in so eine negative Situation. Du musst einfach ein Erfolgserlebnis haben und wenn dieses Erfolgserlebnis kommt, dann glaube ich, ist jeder vom Kopf her auch wieder freier. Ein Wort zum neuen Spieler Stevie Johnson. Mir hat er sehr gut gefallen in den ersten beiden Vierteln, als er auf dem Feld war. Hat, glaube ich, 4 oder 5 Rebounds geholt. Wie siehst du das? Ja gut, Stevie soll uns jetzt nach den paar Tagen, die er da ist, erstmal Stabilität bringen. Das ist kein Spieler, der jetzt irgendwo auf irgendwelchen Highlight-Tapes ständig sein wird, sondern er soll einfach solide Zahlen abliefern. Ich denke, das wird er hinbekommen. Heute war es jetzt für mich erstmal okay. Ich denke, da ist deutlich mehr Potenzial noch drinnen, mehr Luft nach oben, wie man so schön sagt. So, aber ich glaube, die grundsätzliche Sache, dass er uns hinten ein bisschen aushilft, das hat er schon mal gut gemacht. Alles klar, 39-39, wir fangen mehr oder weniger wieder bei 0 an. Und viel Spaß im dritten Viertel. Ciao. Ja, Licht und Schatten. Ja. 28-17 und 11-22. Das spricht eigentlich für sich. Es waren wirklich 2 Gesichter der Greizer Merlins. Ich glaube gar nicht, dass bei den Essenern da so viel Schwankung dabei war. Das kommt schon zu einem großen Teil von Seiten der Merlins.
Ja, das hat auch Ingo Enns gerade im Halbzeitinterview gesagt, dass einfach in einer Phase wie aktuell, dass man es dann nicht hinbekommt, durch Selbstvertrauen einfach mal so sagen, komm, ja, wir kriegen das hin, dann ist die Unsicherheit da. Ja, 0-0, ja. Mehr oder weniger. Ja, 39-39. Dann haben wir die Starting Es geht five. Los. Stevie Johnson. Ja, noch, auch noch nicht ganz mit der Visiereinstellung, mit der mit dem Feintuning in Richtung Crailsheimer Korb. Logan Stutz. Und Joe Henley von der Freiwurflinie zu kurz. Und Stevie Johnson steht wieder da, wo er stehen soll. Beim Rebound. So, Jonathan Moore mit Platz. Geht durch und legt schön ab. Ja, das kann er, das mag er. Und das mögen wir. Cook freigeblockt. Ja, das waren seine Punkte 16 und 17. Und er verhindert hier die Punkte von Joseph Henley, die Punkte 7 und 8 wären das gewesen. Zweites persönliches Foul für Jonathan Moore und zwei Freiwürfe für Joseph Henley. Macht einen von zwei. Und Jonathan Moore holt sich den Rebound. Throw. Das war auch sein fünfter Rebound von Jonathan Moore. Ja. Und hier kommt das Foul. Geht gegen Joe Henley. Einundvierzig, 8 Minuten 54. Noch zu spielen. Justin Crow mit seinem zweiten Freiwurf. Den war der auch sehr sicher. Ja, Quote bleibt ordentlich, mehr als ordentlich bei den Hausherren. Henley, Buljevic wieder gegen Friedl. Und da bekommt Justin Crow. Ja, muss ich beherrschen. Sein drittes Foul. Ja, deswegen kurze Aufregung bei ihm. Einwurf. Buljevic sehr offen. Aber starkes Rebounding heute auch wieder von Jonathan Moore. Derek Coleman gegen Aaron Cook. Gegen den tut er sich irgendwie ein bisschen leichter als gegen Bannister. Oh, schön aufgepasst. Stevie Johnson. Schön. 5 Punkte Vorsprung für die Merlins. Oh, fast der Steal für Justin Crow. Jetzt fehlt er natürlich in der Defense, ist wieder da. Aber Henley setzt sich 1 gegen 1 durch gegen Stevie Johnson. Ja. Ah, leider sehe ich heute in der Halle überhaupt keine Fans aus Essen. Ein paar sind da. Ein paar hat Pim vorhin begrüßt. Oh, stehen also im Stehplatzbereich hinter der Gästebank. Oh, der schaut rein. Wir waren letzte Saison in Essen. Beim Spiel Essen gegen Kirchheim haben wir auch übertragen. Auch sehr nettes Umfeld dort. Hat riesen Spaß gemacht. Und das hat auch riesen Spaß gemacht, ja. Wahrscheinlich für Logan Stutz. Schön durchgesteckt. Und da waren wieder 4 Punkte in Serie für Essen. Und schon wieder fängt diese leichte
diese Meinungsverschiedenheit an. Und da bin ich irgendwann einfach in Zeitnot. Ja, dann kommt der Schrittfehler. So, nun mit Aaron Cook. Jetzt heißt es natürlich hoffen für die Mördens, dass nicht wieder so eine Spielphase kommt wie im zweiten Viertel. Oh, Schrittfehler jetzt auch gegen Buljevic gegeben. Glück. Ah, das im, doppelten, im doppelten Glück. Ja. Und zwar das dritte persönliche Foul für Logan Stutz. Und Essen wechselt auch. Kristen kommt zurück ins Spiel. Und Buljevic. So. Stevie Johnson derweil um Aufklärung bemüht, was die Spielsysteme angeht. Bei Derek Coleman und Head Coach Willie Young. Coleman, Moore. Und den Ball nicht kontrollieren. 7 Sekunden noch für diesen Angriff. Für die Merlins. So. Stevie Johnson und. Kurz gespielt und kurz getroffen. Ja, das war. Schön. Ja, das war so geplant. Und dann sieht das auch gut aus. Vierter Dreier der Merlins in dieser Partie. Belinischka und Joe Buck machen sich bereit. Und Kristen. Ja. Auch er auf der Autobahn unterwegs. Zieht er durch. 48, 46. Und 5 Minuten 50. Noch im dritten Viertel. Von Johnson. Und am Korb. Korb zählt, Goaltending. Ja. Sah natürlich spektakulär sehr, sehr, sehr spektakulär aus. Aber der Ball hat seinen höchsten Punkt schon erreicht. So, jetzt Joe Buck und Benny Lischka zurück auf dem Feld. Ja, Benny Lischka trotz 3 Fouls, aber er ist einer von derzeit nur 4 Deutschen im Kader. Ah, nee, Thomas Schiffczyk. Guck wieder. Das Duell gegen den Aufschüler der Merlins. Logan Stutz gegen Joe Buck. Setzt und nach die 2 Punkte. Durch. Eine Drehung. Ja, das passiert Joe Buck dann öfters als der Gegner. Dann ihn doch wirklich. Oh. Ah. Ja, Philipp Friedl musste den Wurf abbrechen, sonst hätte er ihn gleich. Ballbesitz für Essen, aber guter Einsatz von Derek Coleman. Der hält die 2 Punkte. Von, ich glaube, Joseph Henley war es. Vermeiden kann. Und Wechsel. Bei Essen, Logan Stutz bekommt die Pause. Und wieder zurück auf dem Feld ist Taron Harbert. Robin Christen bringt den Ball noch zu Franke. Wow. Ah, okay. Circus Shot, nennen es die Amis. So, wieder Ausgleich. Oh man. Joe Buck. Der Block kommt auch relativ halbherzig von Joe Buck. Ja. Ja. Und Benny Lischka, da ist das System auch zugestellt auf Philipp Friedl. Jetzt wieder von außen, wieder nicht erfolgreich. Junge, Junge. Und er guckt 50-50. Ui, Kristen. Ja, wieder bringt der Ball weg. Und von außen für 3. Aber der Rebound bei den Merlins. Joe Buck. Justin Crow von außen. An den Ring. Ja, und auch hier. Keiner in der Zone zum Rebounden. Ja.
Ja. Joe Buck beim Wurf schon in der Rückwärtsbewegung. Benny Lischka bleibt da, wo er ist, und da ist er zu weit weg. So, Philipp Friedl geht raus, Michael Rose neu im Spiel. Na, jetzt bin ich. Was passiert jetzt? Die ähnliche Formation hat im zweiten Viertel dann nicht mehr das aufs Parkett bringen können, was Will Young von ihm verlangt hat. Foul geht gegen Justin Crow. Und sie ist ein viertes. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen symptomatisch. Er ist einer, der hier sehr, sehr viel Einsatz zeigt. Ja. In allen Lebenslagen. Und das wird dann natürlich, wenn es blöd läuft, mit Fouls, vielen Fouls bestraft. Und Fabian Franke macht hier seinen 9. Punkt in diesem Spiel. Und bringt Essen wieder in Führung. Danny Bailey derweil zurück auf dem Feld für Justin Crow, und das war jetzt auch wieder symptomatisch. Benny Lischka im Zweikampf um den Ball mit Joe Buck. Ein Ballbesitz für Essen, ja, da sprang an den Fuß von Benny Lischka. Ja. Ja. Ah, da muss er sich zurückhalten, sonst bekommt er das nächste Foul. Ja, und das nächste ist dann ein technisches, und dann gibt es Freiwürfe und Ballbesitz. Ja, nee, das war. Hab ich von dir auch so gesehen. War ganz klar. Oh. Hat er sich selbst an den Fuß gespielt. Sehr, sehr gebrauchter Tag für Benny Lischka. Und Foul gegen Daniel Bailey. Ah, da brennt noch nichts an, das ist ein zweites persönliches Foul. Und Ballbesitz. Wir essen nochmal Wechsel bei Essen. Bannister kommt zurück für Aaron Cook. Das heißt zurück erstmals im Spiel im dritten Viertel. Puh, durchlaufen. So, da ist Bannister. Auf Harbour. Der holt sich den eigenen Rebound und wirft das Ding irgendwie rein, in Handballmanier. 3 Punkte Führung für die Gäste. Bailey war zum Block oben. So, Coleman wieder ohne Anspielstation. Da dreht sich Joe Buck kurz vor dem Block weg. So, erste richtig gelungene Aktion für Benny Lischka in diesem Spiel. 52, 53, 2 Minuten. Wichtig natürlich für ihn jetzt, da noch, ja, anzuknüpfen. Robin Christen. Und wieder Bannister. Der genauso wenig Anspielstation findet. Und das gibt noch 3 Sekunden. Bailey gut aufgepasst. Da unten Korb. Michael Rose war's. Oh, sorry, Michael Rose. Gegen Joey Hanley. Und jetzt noch da 3 Sekunden. Das Anspiel zu durchsichtig. Nein. Und ah, das darf nicht sein. Bitte, bitte. Auf Bailey. Bailey. Er trifft das Brett. Ja, der hat seinen Wurf noch überhaupt nicht gefunden. Und wieder der Ball bei den Gästen. Und keine 2 Minuten mehr in diesem Viertel. Und die Merlins liegen. Tut sich schwer wieder. Ja. Ja, sehr, sehr schwer. Offensivfoul. Ja, ich bin auch ein bisschen sprachlos. Ja, also. Du merkst es, ich auch. Es ist man,
Weil man versteht es nicht so richtig. Was läuft hier schief? Und ich muss auch sagen, die Essener sind auch jetzt heute nicht die Übermannschaft. Ich denke, es hat auch keiner erwartet, dass die Essener Übermannschaft ankommt. Aber es ist nicht so der Gegner, der jetzt auch wirklich hier hoch scored und auch konsequent mit einer hohen Quote trifft. Und das vierte Foul gegen Benny Lischka. Ja. Ja. Fünftes Teamfoul. Ja, es gibt Freiwürfe. Logan Studd an der Linie. Erhöht auf 5 Punkte. So, Endspurt im dritten Viertel. 1 Minute 22 noch, 5 Punkte. Vorsprung für die Essener. So, Michael Rose jetzt mit dem Aufbau. Auf Benny Lischka gegen Terran Harwood. Drückt sich durch, dreht sich. Und Schaubak holt sich den Rebound. Sehr gut gelöst. Der Ball war nicht am Ring, der Wurf muss kommen. Kein Foul. Aber auch kein Punkt von Bailey. Das war fast auch ein bisschen zu kompliziert dann gespielt. Boljevic. Angesichts der Zeit, die da runter lief. Und Franke. Gegen Rose. Boljevic wieder. Hat noch 4 Sekunden. 3, 2, 1. Und Rebound bei Benny Lischka. Benny Lischka, so. Er verliert den Ball. Was macht er? Was macht er? Ja, er will es jetzt wieder, er will es erzwingen. Er will es erzwingen, hier seine Mannschaft zurück ins Spiel zu bringen. Und jetzt der letzte Angriff. Er gibt somit Essen die Chance für den letzten Angriff. Und es geht mit einem klaren Rückstand in die Viertelpause. So, Boljevic. Von außen für 3. Zum Glück nur an den Ring. Ja. Stats verteidigt der clever, dass es keinen Buzzerbeater mehr geben kann. 52 zu 57. Ja, 5 Punkte, ich denke, Ingo Ernstgeld wurde relativ schnell zu Beginn des vierten Viertels wieder seine Starting 5 ja, aufs Parkett bringen. Selbst die hat zu Beginn dieses dritten Viertels nicht das gezeigt, was sie zu Beginn des Spiels gezeigt hat. Ja. Es hat wieder diese eine ganz, ganz klare Schwächephase gereicht, um die Mannschaft völlig aus dem Konzept zu bringen. Wir hatten im letztjährigen Team auch immer wieder, eigentlich durchweg, durch die Saison, in jedem Spiel so eine Schwächephase von vielleicht 3 bis 6 Minuten. Aber dann hat sich dieses Team wieder gefangen und hat gesagt, komm, wir reißen das jetzt wieder rum, wir holen das jetzt wieder zurück auf unsere Seite. Und dieses Momentum, das fehlt dieser Mannschaft völlig momentan. Ja, leider. Und natürlich ist die Situation auch nicht förderlich jetzt, wenn du unten stehst, der Druck kommt von außen. Und das kriegen die Spieler ja auch mit. Dass einfach aktuell viele gesprochen wird über sie, über die Art und Weise zu spielen. In sämtlichen Foren wird darüber gelesen und geschrieben. Aber. Frank Buschmann sagt immer, am Ende kackt die Ente, es sind noch 10 Minuten und lediglich ein Vorsprung aus Essener Sicht für 5 und ein Rückstand aus Sicht der Merlins von ebenfalls 5 Punkten. Letzten 10 Minuten. Jetzt heißt's, ich möchte den Begriff jetzt mal nennen, do or die. Jetzt zählt's. Ja, definitiv. Fängt denkbar schlecht an. Guck, bekommt das erste Foul. Es sind auch wieder solche Szenen, warum ich irgendwie nicht weiß, wo diese Mannschaft momentan diesen Effekt herholen soll, das Ding hier noch zu kippen. Bannister. Da hat man hat einfach so das Gefühl, ja, da geht einfach nichts. So. Man macht den Gegner nur immer stärker im Verlauf des Spiels. Glück jetzt, Joe Buck.
holt den Rebound. Derek Holman. Schnell auf Michael Rose, aber der ist zugestellt durch Marko Buljević. Joe Buck zu kurz an den Ring. Und Logan Stutz mit dem Rebound. Ja, das ist der Wurf, den er in dieser Saison überhaupt nicht gefunden hat. Stutz gegen Buck, Körperdrehung. Ja, Spin-Move und drin ist er. Und der Rückstand wird größer und jetzt wird es gleich einen Dreifachwechsel geben. Ah ja, die Starting Five kommt zurück. Ja, vor allem mit Jonathan Moore, der klare Topscorer der Partie und vor allem seiner Mannschaft, der hier noch am ehesten weiß, wo der Korb steht. So, jetzt trifft er mal Joe Buck. 5 Punkte, 8 Minuten, 45. Ja, Jonathan Moore Topscorer. War dann aber nur 20 Minuten, nur in Anführungszeichen, gesetzt auf dem Feld. Mit 17 Punkten und 6 Rebounds. Schrittfehler. Ja, das war zuvor eigentlich ganz, ganz nah am Foul von Joe Buck. Das ist sehr nah am Foul, ja. Auch die Aktion gerade an den Ball aus der Hand von Bannister zu drücken, schlagen. Aber es sind vielleicht auch die Emotionen, die Ingo Enskart oder auch Will Young oder auch Martin Roming ähnlicher Mensch. So muss man ruck, es muss mal einer des Teams gehen, der auch mal schreit und dann eine Krone mitziehen kann. Ich erinnere mich an Derek Holman in einem Spiel, wo es wirklich gut lief. Er hat das Publikum mitgerissen und Philipp Friede. Und Foul gegen Logan Stutz. Und Stevie Johnson hat einen Rebound gehabt. Ja. Schon da richtig. So, Cook jetzt zurück und auch Joey Henley kommt jetzt für Terran Harwood. Jonathan Moore. Blockt Derek Holman frei und der gegen den langen Henley. Stevie Johnson. Setzt sich durch. Wichtig. Nur noch 3. Na, reboundet sich seinen eigenen Wurf und jetzt hat er mich wirklich gerade eben an Sean Brooks erinnert. Nur noch 3. 7:52 noch. Buljević gegen Philipp Friede. Und Steal von Derek Holman. Läuft Aaron Cook davon, legt ab. Und die Auszeit. Ja, die Auszeit muss kommen von Essen. Ja. Ein Punkt Rückstand, sie sind wieder dran. Und es hat doch wieder die Starting Five rausgerissen. Ja, definitiv. Ja, und es sind 10:4 Offensive Rebounds. Das kann helfen. Sieben Minuten 37. Die Merlins haben sie wieder rangekämpft. Ja, was macht Essen jetzt? Ja, Blick auf die Statistik. Ja, Logan Stutz, Topscorer bei den Essener mit 15. Fabian Franke mit 11. Bei den Merlins nach wie vor Jonathan Moore mit 17 und Justin Crow mit 12. Wer heute noch überhaupt keine Spielzeit bekommen hat, aber das deckt sich mit der Aussage, die wir vor dem Spiel hatten, aber im ersten Viertel ist Antoni Siborodka, der hat einfach jetzt erst Stevie Johnson die Spielzeit von ihm bekommen und hat sie auch gut genutzt bisher. Aaron Cook und Block. Moore passt wieder gut auf. Schöner Pass von Rose auf Coleman. Und die Merlins führen wieder. Ich fass es nicht. Ah, jetzt geht es hin und her. Jetzt geht es hin und her. Und Wechsel bei Essen. Stutz geht raus. Und Robin Christen kommt rein. Ja, auch die eine oder andere sehr, sehr
starke Szene hatte hier. Ja, nochmal gerade kurz zu der Ursprungssituation mit den zwei Punkten der Merlins. Da hat Jonathan Moore wirklich sehr gut reagiert. Ahnte da, wo der Pass hingeht. Dann hat er den Ball wirklich aus der Luft geblockt. Jonathan Cook jetzt von außen versucht. Und da geht keiner zum Rebound. Ja, da stehen drei Leute um den Ball. Vier. Keine Rebound. Es wird zum Glück nicht bestraft von Essen. Ja, weil sie laufen an zu viert, schauen dann aber den Ball hinterher, wie er dem Gegner in die Hände fällt. Und Kopfzelt, Michael Rose. Nach dem Motto, nimm ihn durch, haben sicher war das gerade. Aber dann, ja, Gott sei Dank die Punkte auf der Gegenseite. Und nächste sofort Auszeit. Die nächste Auszeit von Igor Grisanovic. Und dann gibt es noch einen Bonuswurf nach dieser Auszeit für Michael Rose, der hier auf 4 Punkte Führung erhöhen kann. Ja, noch 6 Minuten 38. Ja, auch die drei Schiedsrichter diese Partie wirklich souverän geleitet. Ohne fragwürdige Szenen. Auch die V-Belastung auf beiden Seiten ist ähnlich. Die Merlins mit 18 und Essen mit 15. Und die Merlins auch in diesem Spiel bei der Defensiv-Rebound sind sie gleich auf mit Essen. Also beide haben 21 Defensiv-Rebounds. Dann Michael Rose jetzt noch den Zusatzfreiwurf. Er kommt. So, und Grisanovic spielt jetzt mit seinen beiden kleinen Aufbauguards. Klein natürlich immer in Anführungsstrichen. Bannister und Cook. Gemeinsam auf dem Feld, Buljevic draußen. Rose macht das Dreipunktspiel. 63-59, noch 6:33 zu spielen. Bannister. Und gut verteidigt von Coleman gegen den langen Henley. Unsportliches Foul gegen Robin Christen. Und der Korb zählt, und der Korb zählt. Ja, weil der Block von Henley. Ja, das heißt Zusatzfreiwurf plus 2. Nein, das heißt Zusatzfreiwurf plus Ballbesitz. So rum, ja. Ja. Ja, nee, es war natürlich klar, Moore war durch, war alleine auf dem Weg zum Korb und wird hier unfair gestoppt. Klare Regel, unsportliches Foul. 6 Punkte Vorsprung für die Merlins. Jonathan Moore kann jetzt hier auf 7 erhöhen. Und macht hier seinen 20. Punkt. Ja, weiter geht's mit Einwurf Kreilsheim. Das freut mich persönlich sehr, denn ich habe Jonathan Moore im Pro-A-Manager jetzt mit drin. Derek Coleman. Treibt die Merlins an. Michael Rose auf Philipp Friedel. Ja, und die unermüdlichen Fans der Kreilsheim Merlins auch noch natürlich ein Stückchen lauter und schön gesehen. Schönes Auge von Jonathan Moore. Da hat Stevie Johnson gelauert und es sind 9 Punkte Führung. Ja, und jetzt wäre es wichtig für die Merlins, das Spiel wirklich mit der Konsequenz zu Ende kriegen. Ja. Das Erfolgserlebnis mitnehmen, dass es funktioniert, wenn man einfach als Team das ganze Thema angeht. Ah, ich sagte Team und was macht. Ja, aber da schleicht sich Grumpfkristen durch, aber das darf jetzt nichts ausmachen. Nein, weiter geht's. Eine Aktion des Gegners, du kannst sie nicht ewig zustellen. Da musst du jetzt weitermachen. Nicht so. Boah! Der Franke verlegt. Und das nächste Unsportliche gegen Aaron Cook. So, das war jetzt eine harte Entscheidung. Aber sehr. Aber er ist schon mit dem ganzen Körper in den Gegenspieler reingelaufen. Das war eine klare taktische Angelegenheit. Er hat hier keine Bewegung gemacht, die irgendwie
nach dem Ballgriff, sondern die ging nach dem Gegner. Die ging rein auf Philipp Friedl, ja. Und damit zwei Freiwürfe für Philipp Friedl und wieder Ballbesitz für die Merlins. Also es war vorher von Friedl auch beim Fastbreak der Essener stark gestört, also wirklich, wirklich clever gestört, den Fabian Franke. Friedl trifft beide. Ja, die Freiwurfquote freut mich heute sehr bei den Merlins. Die ist wirklich sehr gut, 87%. Ja. Und so, Ballbesitz für Derek Coleman und die Kralter Merlins. Die Fans stehen auf. Noch 5 Minuten jetzt dann. Noch mehr Bewegung im Spiel, Philipp Friedl. Jetzt wieder gegen Barko Puljevic. Ja. Ah, schade. Johnson und Moore behindern sich gegenseitig beim Rebound. Was passiert? Ja. Wenn man Einsatz zeigt, kann sowas passieren. Jetzt noch genau 5 Minuten. Logan Stutz. Aaron Cook. Pass drauf auf Kristen. 3 Sekunden Pfiff. Gegen Joey Henley. Stand da wohl zu lange in der Zone. Und ein Ballbesitz für die Merlins. Diesen Angriff nochmal erfolgreich abschließen. Jonathan Moore gegen Joey Henley. Geht 1 gegen 1. Stevie Johnson. So, das war clever gemacht. Sehr, ganz clever, ja, gemacht. Erfahrung. Wirklich. Ja. Er erinnert mich schon doch wirklich an Sean Brooks. Sehr, sehr cool, sehr, sehr konzentriert. Keine allzu großen, ja, Faxen. Showman. Johnson, Rose, zu lang. Und Rose holt sich hier im Rückwärtslaufen, hebt ab, ja, und holt sich den Ball im Sprung. Das war Wahnsinn. Schöner Einsatz. Schöner auch. Einsatz. Ja. Kein Rückspiel gepfiffen von den Schiedsrichtern. Auch wenn das gefordert wurde von Essenern. So, jetzt trifft er auch wieder von außen. Und nächste Auszeit Essen. 73-61. Ja, das war der 23. Punkt von Jonathan Moore. Das ist wirklich heute sein Spiel. Ja, auf jeden Fall. Da er auch hinten wirklich 7 Rebounds bereits geholt hat. Er hat stark angefangen, hat seinen ersten Wurf getroffen. Und dann kommt er halt wirklich einmal ins Rollen und da ist er ein wahnsinnig starker Spieler in dieser Liga. Ja, und jetzt haben wir ein 21-4 in diesem Viertel. Und die Halle ist auch wieder da. Ja, aber ganz stark. Das ist die letzte Auszeit, die Essen nehmen kann. Das heißt, alle taktischen Mittel, in Anführungszeichen, mit der Auszeit, sind ausgeschöpft. Und Essen auch bereits mit 4 Teamfouls. Das heißt, am nächsten Foul der Essener gibt es, oder bei jedem Foul der Essener gibt es Freiwürfe für die Merlins. Was natürlich auch ein bisschen dann für das berühmte Momentum aus Seiten der Merlins spricht. Wobei wir wollen das Wort nicht überstrapazieren. Wir hatten es schon oft und es hat dann doch nicht am Schluss gelangt. Und da war wieder Jonathan Moore am Ball. Ja. Aber der ist überall heute. Ja, so kann man sagen. So, Ball geht gegen Stevie Johnson, drittes persönliches. Joey Henley an der Linie. Ja, Stevie Johnson auch in
in 19 Minuten 10 Punkte und 7 Rebounds geholt. Starker Einstand. Sehr starker Einstand, ja. Rebound, Wurf zu lang von Henley, aber er kämpft sich den Rebound und macht ein 3-Punkt-Spiel draus. 73-64. 9 Punkte Vorsprung für die Merlins. 3 Minuten 23 noch. Ja, durch sind wir hier noch lange nicht. Nein, nein, nein. Stark. Ah, sehr stark. Stark. Aus der Drehung. Mehr oder weniger schon. Als ob den Korbleger angesetzt. Ja, länger zusammen spielen. Bannister gegen Moore. John Harbord rennt sich fest, dann Jonathan Bannister Moore. Von außen für drei. Zu lang und der Ball geht. Ein davon schon. Ja, und jetzt gibt es das Foul gegen Bannister. Ja, jetzt waren es die Essener, die hier zu zweit den Ball hinterher geschaut haben eigentlich. Und Michael Rose, Speedy Gonzalez, hat hier am schnellsten reagiert, hat sich gedacht, ja, wenn ihr den Ball nicht wollt, dann laufe ich ihm mal hinterher. Er ist ja schon auf dem richtigen Weg Richtung gegnerischer Korb. Ja, aber das ist wieder eine andere Athletik der Merlin. Sie sind wacher jetzt im Kopf. Sie sind gefühlt jetzt im Spiel angekommen. Mike Rose mit dem ersten erhöht auf 12, 2 Minuten 47 noch. Und macht auch seine beiden Freiwürfe. Die Quote bleibt gut. Ja, bleibt sehr, sehr stark. Ah, das gefällt mir jetzt viel besser, die Defense. Ja. Du hast immer irgendwo eine Hand noch. Schrittfehler, ja. Und Philipp Friede zeigt ja Emotionen. Ja. Der dann auch, wenn es vorne nicht klappt, dann wirklich in der Defense. Oh, meine Stimme versagt schon langsam für heute. Der wirklich in der Defense dann kämpft. So, Pulivic jetzt raus. Carsten Bartels für ihn im Spiel. 77-64, noch 2:26. Derek Coleman gegen Bannister. Natürlich lässt er jetzt die Zeit, solange es geht, runterlaufen. Ja. Und zieht dann doch schnell durch. Block. Geblockt von Henley. Schönes Ding. Faires Ding. Und Foul gegen Bannister. Ah, das ist. Spielt jetzt alles in die Karten der Merlins. Ja. So, clever gezogen von Michael Rose. Und nochmal zwei Freiwürfe für ihn. Auch er jetzt. Ja, immerhin schon 7 Punkte. Kam er von der Bank heute. Hat 100% Freiwurfquote. Bleibt dabei. Und bleibt wirklich dabei. 15 Punkte Vorsprung. Und 2 Minuten 8 jetzt noch zu spielen. Ja, es nimmt Gestalt an. Ja, wobei es ist alles. Es ist alles möglich, ja. Relativ. Aber der Rebound ist jetzt bei... Ah, das war jetzt Glück. Ja. Auch ein bisschen Glück, dass hier der Ball im Aus war. Wenn sie nochmal neu aufbauen müssen und hier nicht Terran Harbord die 2 Punkte machen konnte in den Korb. Bannister und Henley gehen raus. Ja, und Aaron Heinrichs und wer kommt noch? Die 22, das ist Max Massing. Ja. Schickt jetzt wohl schon hier die junge Garde aufs Feld. Ja. Igor Kristanovic. Erst einmal erfolgreich. 2 Punkte. Max Massing. Block. Doch nicht von Stevie Johnson noch jetzt schon. Ja, da klappt das Zusammenfinden nicht ganz. Friedel. Wenn jetzt den wildesten von allen getroffen hätte, dann. So, Zeit. Ja. Offensiv-Rebound. Ah, das ist sehr clever jetzt. Inside. Von Michael Rose. Michael Rose läuft Slalom.
Derek Coleman zieht das nächste Foul. So, und auch hier wieder ein gutes Zeichen, auch an alle Kritiker. Willie Young mit energischer Ansage an Michael Rose, auch zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Derek Coleman macht mit seinen 11. Punkt. Und seinen 12. Dazu 6 Assists. Natürlich ganz wichtige Statistik für den Point Guard. Ja, so langsam denke ich auch, die Messe ist gelesen für Essen. 81-66, letzte Minute bricht an. Der Wurf. Jonathan. Ja. Er war ein Foul. Ah, aber ein. Ball war wohl oben auf dem Brett. Ah, okay. Hab's nicht gesehen. Ich auch nicht. War die Sicht ein bisschen versperrt. Ja, letzte Minute läuft. 29-9 in diesem Viertel. Seit lange mal wieder ein. Seit lange nicht ein Heimsieg. Ja, seit lange mal wieder ein Sieg. So wollte ich sagen, ja. Ja, Stevie Johnson zieht nochmal einen Foul. Und das ist natürlich auch gut im Hinblick auf das Weihnachtsspiel am 22.12. gegen Leipzig in der Arena Hohenlohe. In der alternativen Spielstätte der Grazer Merlins. Wobei das so Alternative dort nicht werden, eher positiv zu nehmen ist. Schöne Halle. Natürlich viel mehr Zuschauer. Ist auch Werbung dann für das Weihnachtsspiel. Wenn man natürlich das Heimspiel davor mit einem Sieg beenden kann. Auf jeden Fall. Mit einem Stevie Johnson. Stevie Johnson. Dem wirklich sehr gut gefällt. Ja, und Wechsel noch. Thomas Cevcik. Ich meine da aber den Pfiff gehört zu haben, dass wohl nach dem Wurf erst, wenn er denn trifft. Das macht er. Stevie Johnson tut, Thomas Cevcik den gefallen, Philipp Friedl geht raus. Großen Applaus hier für den Nachwuchsspieler. 82-66. Christo nochmal. Oh, Foul von Moore, bevor Thomas Cevcik hier der Steal gut geschrieben werden kann. Einwurf. Ja, was bleibt zu dem Spiel zu sagen? Kurze Analyse. Erstes Viertel wirklich sehr gut. Erstes Viertel sehr gut. Zweites Viertel miserabel. Drittes Viertel schlecht. Und viertes Viertel wieder sehr gut. Ja, in dem vierten Viertel war dann aber auch wieder großteils die Starting Five auf dem Feld. Und hat dann rausgerissen. Mit einem bärenstarken Jonathan Moore heute. Jonathan Moore muss man ganz klar hervorheben. Der war überall zu finden. Hat das Händchen gehabt, hat das Scoring gut im Griff gehabt. Stevie Johnson mit seinem sehr, sehr guten Einstand. Nicht nur was jetzt die Statistiken angeht, auch was den berühmten optischen Eindruck betrifft. Hat er hier seine Visitenkarte schon mal abgegeben. Ja. Justin Crow dazu, leider auch am Ende jetzt lange draußen mit 4 Fouls. Aber 12 Punkte mit gutem Einsatz. Ja, ein Mike Rose. Ja, Mike Rose auch gut. Ja, immer dann. Philipp Friedl nach wie vor ein bisschen im Pech, drin noch 7 Punkte. Und gute Defense. Für ihn. Gute Defense, sehr gute Defense gespielt. So, noch ein bisschen Run and Gun, noch ein bisschen Offensiv-Rebounds. Nein, doch nicht. So, Michael Rose aus ist. 82-67 gewinnen die Grazer Merlins gegen die ETB Wohnbau Baskets aus Essen. Heimsieg am ersten Eventwochenende in Crailsheim. Und ein ganz, ganz wichtiger Sieg überhaupt. Das ist schön, das ist toll. Wir sehen und hören uns wieder. Zum Weihnachtsspiel. Am 22.12. aus der Arena Hohenlohe. Wenn Sie nicht live direkt vor Ort sein können, kommen Sie in den Livestream. Wir sind wieder da und freuen uns auf Ihren Besuch. Tschüss sagen, Daniel Feuchter. Und Michael Wiedmann. Servus.